Er lag im Bett. Neben ihm schlief Kilmarski. Es war jetzt eine ganze Weile her, genauer gesagt. Es hatte sich in einer Sonntagnacht im Mai 2011 zugetragen. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie es am Schluss von Casablanca heißt. Auch als eine Art Filmfreundschaft hatte begonnen, was sich zwischen Kilmarski und ihm abspielte. Und zwar an jenem Sonntag im Mai, 10 Minuten nach Mitternacht. Ellwanger hatte gerade die Austaste der Fernbedienung gedrückt, das in weißen Nebel gehüllte Bild mit dem orangefarbenen ZDF-Zeichen erlosch. Eine englische Krimiserie hatte er angeschaut, die ihn zuverlässig amüsierte, Inspector Barnaby. Diesmal war sie sogar sehr lustig gewesen. Wie immer wimmelte es von absurden Morden in der englischen Provinz. Ihm gefiel der kompakte Inspektor und sein treuer Atlatus. Vor allem gefielen ihm die umwerfend guten Schauspieler, die in den ländlich robusten Kostümen der englischen Provinzler auftraten. Nicht zu vergessen das Innenleben der Herrenhäuser und Cottages mit den kuriosen Gegenständen, den engen Treppen, die zu den winzigen Dachkammern führten. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass die Morde surreal und die Motive ziemlich verdreht waren, besonders in ihrer Häufung. Mindestens 3 oder 4 Leichen gab es in jeder Folge, alles unwahr, aber heiter und entspannend. Diesmal hatte es Inspektor Barnaby mit einem kleinen schwarzen Kater zu tun bekommen, den er sogleich Kilmarski nannte. Barnaby hatte eine Katzenallergie und war auch sonst ein Feind der Haustiere. Jedenfalls wollte er sie nicht im eigenen Haus dulden. Der witzige Name des Katers ging Ellwanger nicht aus dem Kopf. Wer da warum gestorben war, entschwand hingegen schnell aus seinem Gedächtnis. Amüsiert hatte er sich gerade die letzte Zigarette vor dem Schlafengehen angesteckt. Da maunzte und greinte es vor der Terrassentür. Er öffnete die Tür und herein spazierte eine kleine schwarze Katze mit hochgerecktem Schwanz. Allen Ernstes, Kilmarski war zu ihm gekommen, höchstens 10 Minuten nach Ablauf der Sendung. Er war ein ebensolcher Haustierverächter wie Barnaby und dachte nicht im Traum daran, das Viech bei sich aufzunehmen. Aber der Zufall war so überraschend, dass er es nicht sofort hinausscheuchte. Wenig später stellte sich sogar heraus, dass seine Katze gar keine Katze war, sondern ein Kater. Tatsache, ein echter Kilmarski. Der inspizierte erstmal die Räume gründlich, aber offenbar ohne jede Scheu. Dann rieb er den schwarzen Kopf am Bein des rechtmäßigen Bewohners. Es dauerte nicht lang, da goss der Hausherr ein wenig Milch in eine Schüssel und holte einen Rest Leberwurst aus dem Kühlschrank. Schon 2 Tage später wusste er, dass man Katzen die Milch nicht pur, sondern besser etwas Wasser mit ein paar Tropfen Milch servierte. Er lernte rasch dazu. Kilmarski wirkte ausgehungert. Er war klein, zierlich gebaut und extrem dünn, schwarz von Kopf bis zu Fuß. Sein Fell glänzte. Kilmarski machte keinerlei Anstalten, sich nach der Mahlzeit wieder zu entfernen. Mehrfach wurde ihm die Terrassentür geöffnet, um ihn wieder zu entlassen. Aber jedes Mal zögerte das Katerchen an der Tür und wandte sich wieder um. Es endete damit, dass er schon in der ersten Nacht im Bett des Hausherrn schlief. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft eben. Kilmarski war witzig, eine Schauspielernatur. Ellwanger war es inzwischen unmöglich, sich ein Leben ohne Kater vorzustellen. Ja, die Liebe zu Kilmarski ging so weit, dass beim eigentlichen Herrn im Haus von Herrschaft nicht mehr die Rede sein konnte. Der hatte sich alsbald den Ticks und Gewohnheiten seines neuen Genossen völlig untergeordnet. Gegen 6 Uhr in der Früh im Sommer, gegen 7:30 im Winter, beliebte es Kilmarski, ihn zu wecken. Er ging dabei sanft zu Werke, strich mit dem Pfötchen ein bisschen auf seiner Brust herum, knabberte und riss dann etwas entschiedener an den Haaren hinter seinem Ohr. In der Früh hieß das gemeinsame Programm »Auf zur fröhlichen Jagd im Garten«. Ellwanger im Pyjama mit Hausschuhen bei warmem Wetter. Im Winter, wenn Schnee lag, mit Mantel über dem Pyjama, dicken Socken an den Füßen, die in Gummistiefeln steckten. Sommers wie winters tat Kilmarski seine Imponiersprünge im Garten mit aufgeplustertem, gesträubtem Schwanz und gab. Es war schwer zu entscheiden, was nun genau, den Löwen, den Panther oder den Tiger. Die Aufgabe des Herrn war es, ihn dabei zu jagen. Höhepunkt war jedes Mal, wenn Kilmarski wie ein Blitz den Baum hochschoss und in den Ästen herumturnte, während Ellwanger unten seine erste Zigarette rauchte und den Kater dabei anspornte. Nicht ganz so rasch, wie er hinaufgeschossen war, kam Kilmarski dann wieder runter und verschwand im Nachbargarten, ohne sich noch einmal nach ihm umzudrehen. Ellwanger drückte die Zigarette aus,
schloss die Terrassentür und legte sich wieder schlafen. Heute Morgen war alles anders. Kilmauski hatte sich alle Mühe gegeben, ihn in den Garten zu locken, aber Ellwanger beschränkte sich darauf, den Kater hinauszulassen und legte sich sofort wieder ins Bett. Heute war Donnerstag, ein Werktag wie jeder andere, für Ellwanger aber eine neue, noch unbekannte Art von Donnerstag. Gestern hatte er seine Sachen gepackt, den Schreibtisch geräumt und war, wie man so schön sagte, auf eigenen Wunsch aus dem Amt geschieden. Mit ausgiebigem Händeschütteln und vielen guten Wünschen seitens der Kollegen, die darauf bestanden hatten, am Wochenende erst richtig zu feiern. Und nun, wie um Gottes Willen sollte er die Zeit hinbringen? Womit denn? Er hatte keine Hobbys, er verachtete Hobbys aus tiefstem Herzen. Sein Vater war so ein Hobbywerker gewesen, ein Kellergeschöpf der mürrischen und gewalttätigen Sorte, der regelmäßig die Mutter verprügelte. Ellwanger hasste Keller. Gottlob gab es in seinem Häuschen nur einen winzigen Keller, der zur Aufbewahrung von Lebensmitteln diente, weil es da unten ziemlich kühl war. Was nun? Frauen, Zigaretten, Fernet Branca, den lieben langen Tag. Mit Kilmauski konnte er sich jedenfalls nicht stundenlang im Garten herumtreiben, der ging immer schleunig seiner Wege. Zeitung lesen, dachte Ellwanger, ich werde ab jetzt jeden Morgen 2 Stunden lang Kaffee trinken und die Süddeutsche lesen, und schlief bei dem Gedanken sofort wieder ein. Als er erwachte, war es 22:30 und das Problem immer noch da. Ellwanger erhob sich schwerfälliger als sonst. Es kam ihm so vor, als schlurfe er schon wie ein uralter Rentner in die Küche, um die Kaffeemaschine anzuwerfen und den Toast in den Röster zu stecken. Offenbar hatte es geschneit. Auf dem Fenstersims lag eine dicke weiße Haube. Da fiel sein Name im Radio. Er stand auf und stellte den Apparat lauter. Eine kurze Meldung nur. Kriminalkommissar Ellwanger hat nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen heute den Dienst quittiert. Mit einem Strafverfahren ist nicht zu rechnen. Für weitere Auskünfte stand er der Presse nicht zur Verfügung. Das war's also. Es dürfte eine der letzten Meldungen in der Angelegenheit gewesen sein. Ab jetzt würde wahrscheinlich Ruhe in der Sache einkehren. Sicher, er hatte x Angebote bekommen von Radio- und Fernsehsendern Land auf Land ab. Er hätte die große Talkshow-Tour abreißen und dabei mit einer gewaltigen Zustimmung rechnen können. Paar heikle Fragen von Anwälten, die sich künstlich aufmaschelten. Mehr war an Widerstand nicht zu erwarten. Trotzdem, er war froh, jedes dieser Angebote abgelehnt zu haben. Ein Mann redete nicht stundenlang darüber, warum er etwas getan hatte. Ellwanger jedenfalls nicht. Das war etwas für Frauen, die alles breitschwätzen mussten, wie zum Beispiel seine ehemalige, die zuletzt stundenlang am Telefon gesessen hatte. Vielleicht war es aber auch ein Fehler, so stur gewesen zu sein. Jetzt hockte er in Solln herum und wusste nicht, was tun. Die Fernsehauftritte hätten ihn sicher erst einmal beschäftigt. Wer weiß, vielleicht einen ansehnlichen Strom von Frauen in sein Bett gelenkt, welches er derzeit nur mit Kilmauski teilte. Anders als früher hätte er jetzt ja alle Zeit der Welt gehabt, sich den Frauen zu widmen. An Zuschriften von Männern und Frauen, die meisten enthusiastisch und ihn als Helden feiernd, mangelte es jedenfalls nicht. Und wenn er sich im Spiegel betrachtete, fand er sich immer noch ganz in Ordnung, etwas mager, sehnig, mit brennendem Blick, die Haare so ziemlich alle noch auf dem Kopf, inzwischen allerdings ergraut. Aber es grauste ihn schlicht, aller Welt erklären zu sollen, was in seinem Kopf vor 4 Monaten vorgegangen war, als er Granica zum ersten Mal gegenüber saß. So langsam wusste er selbst nicht mehr genau, was da passiert war. Er erinnerte sich intensiv an die kalten Augen und die unnatürlich weiße Haut, die lässige Pose und das zugleich Gespannte, wie der Kerl auf der anderen Seite des Tisches gesessen hatte. Viel zu viel war darüber schon vermutet und gequasselt worden. Die Leute quasselten viel zu viel über sich selbst. Ellwanger hatte das immer schon gehasst, obwohl er ein Spezialist darin war, sich in seinen Verhören den Quasseltrieb der Menschen zunutze zu machen. Er strich Butter auf den Toast. Als er hineinbiss, horchte er auf das krosse Geknacks in seiner Mundhöhle. Ja, die Leute quasselten und verrieten sich dabei zunehmend selbst. Aber nur, wenn auf der anderen Seite des Tisches einer saß, der sich darauf verstand, den Mechanismus richtig in Gang zu setzen. Was das anlangte, war Ellwanger ein Könner, ein ganz großer sogar. Immer wieder war ihm bescheinigt worden, Richard Ellwanger, unser Verhörass.
Auch Kollegen, die ihn kaum kannten, hatten vom Verhör Erlwanger schon mal gehört. Er war eine allseits anerkannte Verhörbegabung, wahrscheinlich die beste in ganz München. Nicht nur das, sein Dezernat war das mit der höchsten Aufklärungsquote bei Schwerverbrechen in ganz Bayern, wahrscheinlich weit über Bayern hinaus. Seine Verhörtechnik war eigentlich nicht besonders trickreich. Zumindest kamen keine Tricks zur Anwendung, mit denen man ein Lehrbuch hätte füllen können. Vielleicht besaß er einfach die Gabe, sich in Leute hineinzuversetzen. Er trat den Verdächtigen immer sehr korrekt gegenüber, verzichtete auf böse Spielchen, war nicht kleinlich, wenn sie zu rauchen oder etwas zu trinken wünschten, ließ schon mal ein alkoholfreies Bier kommen, wenn er das Gefühl hatte, sein Gegenüber brauche dringend etwas Alkoholähnliches, um überhaupt ein bisschen aufzutauen. Erlwanger fixierte sein Gegenüber auch nicht durchgehend, sondern ließ immer wieder von ihm ab und sah zum Fenster hinaus. Hinhören. Das konnte er allerdings genau. Erlwanger war mit Fledermausohren zur Welt gekommen. Kleine Unschärfen, das Brüchigwerden der Stimme, Gehüstel, Räuspern. Er registrierte alles mit gespannter Aufmerksamkeit, blieb dabei äußerlich ruhig. Erlwanger war das Wohlwollen in Person, das wandelnde Verständnis auf zwei Beinen, alles andere als ein scharfer Hund. Aber da täuschten sich die Leute, mit denen er es zu tun bekam. In ihm loderte eine Aufklärungsenergie, die er bei seinen Kollegen oft vermisste. Er wollte die Kerle einbuchten, und zwar möglichst rasch und für eine möglichst lange Zeit. Apropos Kerle, mit Frauen hatte er zwar auch öfter gesprochen, aber selten waren sie als Hauptverdächtige verhört worden, jedenfalls nicht bei den schweren Delikten, mit denen er es zu tun bekam. An der Terrassentür hörte er es wieder maunzen. Das war ungewöhnlich. Kilmauski trieb sich ja sonst tagsüber draußen herum. Selbst an den freien Tagen, an denen Erlwanger zu Hause war, zeigte sich der Kater selten. Er öffnete ihm die Tür. Kilmauski spazierte herein, etwas zögernd, als wisse er nicht warum, sah zu ihm hoch, eher wie ein Hund und nicht wie eine Katze, dachte Erlwanger. Dann drehte er sich um und wollte wieder raus. Erlwanger war gerührt. Der Kater hatte offenbar bemerkt, dass sich etwas geändert hatte und war nur hereingekommen, um zu schauen, ob noch alles in Ordnung war. Kilmauski liebt mich. Er ist mein einziger Freund, dachte Erlwanger in einem Anflug von Selbstgerührtheit, von Selbstmitleid nur schwer zu unterscheiden. Sofort kam ihm der Gedanke reichlich überspannt vor. Kilmauski hätte sich wahrscheinlich jedem gegenüber anhänglich gezeigt, der ihm sein Futter servierte und der bereit war, das beliebte Gartenspiel frühmorgens mit ihm zu treiben. Erlwanger tat es leid, dass er heute nicht Kilmauskis Wintervorführung erlebt hatte. Sobald der erste Schnee gefallen war, geriet der Kater immer groß in Form. Er testete den Schnee, testete bei den ersten Schritten vorsichtig, wie weit er einsank, wurde urplötzlich von einer Hupf- und Springlust gepackt, ein weißbestäubter Irrwisch mit gesträubtem Schwanz, der den Baum hochschoss und dabei den Schnee von den Ästen fegte, was derart komisch aussah, dass Erlwanger, der einzig wache Mensch weit und breit in der dunklen, schneeüberglänzten Früh, laut lachend in seinem Garten stand. Hatte er etwas falsch gemacht? Etwas Fundamentales? Würde er, wenn er die Konsequenzen gekannt hätte, wieder so gehandelt haben? Ja, er würde. Natürlich hatte er sich in einer gefährlichen Grauzone bewegt, wofür er mit Grund vom Dienst ausgeschlossen worden war. Erlwanger bemitleidete sich deswegen nicht. Sein Vorgesetzter hatte gehandelt, wie er hatte handeln müssen. Das Dienstrecht tat gut daran, einen Übergriff, wie er sich ihn geleistet hatte, nicht zu dulden. Trotzdem, es war die Entscheidung weniger Augenblicke gewesen, nicht langatmig durchdacht, mögliche Konsequenzen nicht sorgfältig erwogen. Erlwanger hatte urplötzlich beschlossen, von seiner sanften, insistenten Art abzuweichen und den jungen Mann zu bedrohen. Natürlich aus Not. Erlwanger hatte zum damaligen Zeitpunkt davon ausgehen können, dass die beiden Mädchen noch am Leben waren. Mit ihrem Verschwinden musste der Mann zu tun haben. Zwei glaubwürdige Zeugen hatten gesehen, wie sie zu ihm ins Auto gestiegen waren. Die Zeugen hatten sich nichts dabei gedacht, weil alles friedlich zugegangen war. Granica war ein Nachbar. Die Mädchen kannten ihn gut und hatten ihm wohl vertraut. Vielleicht hatte er behauptet, von der Mutter beauftragt worden zu sein, sie von der Schule abzuholen. Seine
Arroganz war unerträglich. Er studierte Philosophie, behauptete, er beschäftige sich mit Nietzsche und gebe sich nicht mit kleinen Schulanfängerinnen ab, räumte aber ein, sie aus der Ferne schon einmal gesehen zu haben. Immerhin, es seien ja Zwillinge und die fielen auf. Dass er ihn, Ellwanger, sofort beleidigt hatte, war nicht der Grund für den Groll, den der Kommissar rasch in sich wachsen spürte. Ein kleiner Kriminaler wie er habe ja von Nietzsche keinen blassen Schimmer. Man könne von Glück sagen, wenn er schon mal dessen Namen gehört habe. Ellwanger hatte diese Beleidigungen ruhig hingenommen. Aber wieder und wieder war das Foto vor seinem inneren Auge aufgetaucht. Die Zwillinge waren hübsch, sehr sogar. Wie Verschwörerinnen standen sie mit ihren großen Schultüten nebeneinander, auf eine geheime Art innig verbunden. Sie waren schlau, das sah man sofort. Sie waren hinreißend, wie es nur Kinder sein können, die den Erwachsenen weder schön tun wollen, noch etwas von ihnen fordern. Ellwanger war von dem Foto regelrecht verzaubert, ja ergriffen. Er hatte schon viele Bilder von Opfern gesehen. Einige anziehende Frauen waren auch darunter gewesen. Aber noch nie war ihm der Anblick einer Fotografie so zu Herzen gegangen. Gewiss, selbst als routinierter Kriminaler war er niemals unempfänglich dafür gewesen, welche Leiden den Opfern zugefügt worden waren. Es hatte dafür immer eine Grenze gegeben, denn zu viel an Mitleid trübte den Blick. Als Ermittler brauchte man einen klaren Verstand, um nicht mit vorschnellen Überzeugungen, die mehr dem Herzen gehorchten als dem Hirn, seine Nachforschungen zu gefährden. Was er noch nie getan hatte, urplötzlich stand Ellwanger auf, schob den Stuhl zurück an den Tisch, umfasste die Lehne mit beiden Händen und verkündete mit kalter, ruhiger Stimme, er werde Granica jetzt in den Keller schleifen und ihn dort so zurichten, dass er vor Schmerzen nur noch brüllen könne. Keiner würde ihn da unten hören. Und er, Ellwanger, wisse genau, wie er zuschlagen müsse, damit auf der Haut keine sichtbaren Spuren zurückblieben. Und wenn das nicht reiche, werde er ihn dort an einen Apparat anschließen, auf das ihm Hören und Sehen vergehe. Paar Sekunden hatte ihn Granica eher verwundert als frech angeschaut. Offenbar war er auf eine so jähe Wendung nicht gefasst gewesen. Dann knickte er ein, wurde zum Jammerlappen, legte schützend die Hände vors Gesicht und begann zu wimmern. In weniger als 5 Minuten war er soweit. Er gab den Ort preis, an dem er die Mädchen gefangen hielt, flehte nur darum, nicht geschlagen zu werden. Ellwanger hatte ihn nicht angefasst. Aber natürlich war seine Drohung von einer Kamera aufgezeichnet worden. Für Ellwanger, Pilz und Schott gab es allerdings nur eins. Sie fuhren an den bezeichneten Ort bei Wolfratshausen, einen Schuppen nahe der Isar. Währenddessen fing sich Granica wieder, man besorgte ihm einen Anwalt, dem er sofort erzählte, wie er durch die Androhung von Folter zu einem Geständnis gezwungen worden war. Die Aufzeichnung wurde konfisziert, alles ging seinen Gang. Ellwanger legte das Toastbrot zurück in den Kasten, stellte die Kaffeetasse ins Spülbecken und steckte sich eine neue Zigarette an. Der Anblick der toten Mädchen war in seinen Kopf gebrannt. Sie lagen in einer engen Holzkiste, Kopf an Kopf, aneinander geklammert waren sie erstickt. Als Pilz und Schott die Kiste öffneten, Pilz hatte mit einer Beißzange die Nägel rausgezogen, war Ellwanger ein tiefer Seufzer entfahren. Die Leichen der Mädchen waren nicht verstümmelt und sie waren bekleidet. Trotzdem war der Anblick herzzerreißend. Ellwanger musste sich abwenden, damit seine Kollegen nicht sahen, wie ihm die Tränen in die Augen schossen. Mit der brennenden Zigarette im Mund öffnete Ellwanger die Terrassentür, die immer ein wenig klemmte. Draußen schneite es. Ein dichtes Flockenheer strudelte herab, das alles weiß überdeckte. Auch an der reinen Schneeluft konnte Ellwanger keine Schuld empfinden. Im entscheidenden Moment hatte er richtig gehandelt. Was in einem Augenblick richtig erschien, konnte als Prinzip dennoch fatal sein, daran zweifelte er nicht. Ihn beschäftigte vielmehr, warum die Drohung, Granica in den Keller zu schleppen, so überzeugend, warum seine Stimme, seine Haltung so echt gewirkt hatten, warum er selbst daran geglaubt hatte. Jäh überkam ihn ein Schmerz, so stark, dass ihm die Zigarette in den Schnee fiel und er sich zusammenkrümmte. Zarte Flocken landeten auf seinem Kopf und seinen Schultern. Der Keller. Sägen, Zangen, Hämmer, Schnitzmesser, Feilen, Schraubenzieher. Mit System an der Wand aufgehängt, eine Werkbank mit Schraubstock.
Es war genau der Schmerz, der ihn als Kind durchfahren hatte, wenn er vom Vater Prügel bezog. Methodische Prügel, nach Plan ausgeteilte Schläge, ordentlich verabreicht, mit blitzblanken Geräten als stumme Zeugen, die in Reih und Lied an der Wand hingen. Dankeschön.